Willkommen beim Videoblog von suchtprävention.de. Nebst dem Tabakerhitzungsgerät IQOS gibt es in der Schweiz ein neues Konkurrenzprodukt namens Glow. Das Glow-Gerät soll um sage und schreibe 90% weniger Schadstoffe im Vergleich zu einer herkömmlichen Tabakzigarette ausstoßen und für ein sauberes Erlebnis sorgen. Dies zumindest behauptet der Hersteller. Schaut man sich die Tabakzigarette, die sogenannte Neosticks des Glow-Gerätes genauer an, kommt man zum Staunen nicht mehr raus. Denn bei dieser Zigarette findet man Luftschlitze. Doch was haben Luftschlitze in Zigaretten verloren? Eine beunruhigende Erkenntnis dazu liefert uns eine US-Studie aus dem Jahre 2017. Dort fand man heraus, dass Luftlöcher dazu führen, dass man das Gefühl hat, eine weniger starke Zigarette zu rauchen. Richtig mulmig wird es einem dann, was es für sonstige Auswirkungen direkt für den Konsumenten oder für die Konsumentin hat. Denn Luftlöcher sorgen ebenfalls dafür, dass größere Partikel inhaliert werden und auch mehr krebserregende Stoffe sich in der Lunge ablagern. Da muss man sich doch die Frage stellen, wieso der Glow-Gerätehersteller auf diese Maßnahme mit Luftschlitzen in den Zigaretten zurückgegriffen hat. Nun, hast du Fragen zu diesem Video oder sonstige Anmerkungen, dann kannst du gerne die Kommentarfunktion nutzen und ich freue mich auf jeden Fall, dich wieder zu sehen und zu hören.